und die Easy und ich sind heute in Adopt Me und haben hier unsere wunderhübschen Häuser, die kaum größer sind als wir selber. Und heute machen wir wieder eine Einrichtungs-Challenge. Und zwar mache ich ein Prinzessinhaus und Easy macht ein Bösewichthaus. Und dann können wir nachher gleich gucken, welches besser ist. Und wir haben eine Viertelstunde Zeit, um einzurichten. Und ja. Okay, hier ist mein kleines, wunderschönes Haus. Erstmal, das ist rot von außen. Deswegen, oh Gott, leider ist mein Haus gar nicht mal so schön. Okay, mein Haus ist leider ein bisschen wirr eingerichtet. Es tut mir sehr leid, aber es ist leider nicht unbedingt der Prinzessin-Stil, für den ich hier gehen werde. Aber ich habe eine Vision und deswegen mache ich jetzt erstmal meine Wände neu, weil schön ist es nicht. Ich glaube, das würde ich fühlen für Prinzessin oder ich gehe für Streifen. Hast du schon eine gute Tapete für dich? Ich habe eine sehr gute Tapete. Ich habe einen sehr guten Boden. Okay. Ja. Aha, ich bin eigentlich bereit. Also, wenn du möchtest, kannst du rüberkommen, dann gucken wir uns die Häuser an. Ach, ja, lass uns erstmal auch, weißt du, wir wollen ja auch die Zeit nutzen. Und, oh, die ist voll schön. Ich gebe jetzt voll viel Geld für meine Tapete aus, ich Idiot. Was haben wir denn? Was hat eine Prinzessin für einen Boden? Wahrscheinlich einen sehr schönen weißen? Nee, weiß ist hässlich. Pink ist sehr aggressiv. Das ist mir auch ein bisschen zu aggressiv. Das ist mega aggressiv. Das ist so ein aggressives Pink. Das ist ein sehr wütendes Pink, okay? Das ist kein prinzessinhaftes Pink. Das ist schön. Okay, ich habe einen guten Boden. Ich habe einen guten Boden. Nein, ich muss überall Tapete und Boden kaufen. Ich werde arm. Easy, ich werde arm. Dann zaubern wir jetzt hier alles einfach pink. Ich mache einfach alles pink. Ich sag, pink ist mein Go-To für die Prinzessin-Farbe. Klasse. Super. Wow, ist das schön. Farbe verändern geht nicht. Naja, gut. Okay, wir haben jetzt hier erstmal ein bisschen umgeräumt. Die Sofafarbe kann ich leider nicht ändern, aber dafür habe ich diesen wunderhübschen Herzteppich hier gefunden, der mich hier auch sehr anspricht. Zack, den kann ich einmal nehmen. Dann, ich habe jetzt hier schon meine Blumen hochgestellt, aber ich glaube, so ein kleiner Kerzenhalter oder sowas wäre nicht schlecht, wenn ich den noch dazu stelle. Einfach ein bisschen als Deko. Hier, zack. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch irgendwas, was ein großes Item ist. Hier, Thronpodium. Thronpodium ist, was ich suche. Ja. Mhm. Klasse. Okay, okay, ich habe jetzt halt auch nur das kleine Haus und kommt gerade rein. Thronpodium ist riesig. Ich habe jetzt meine Futternäpfe schon pink gemacht. Ich habe ja auch ein Haustier, weil jede gute Prinzessin hat ein Haustier. Und dann stelle ich jetzt hier Stühle hin. Ich denke, Stühle sind, was ich hier sehen will. Und dann brauche ich noch einen Tisch. Da habe ich jetzt gerade noch keinen, aber... Und wie läuft's, Tanja? Kommst du klar? Läuft klasse, ja, ja. Yeah. Und bei dir? Ja, wunderbar. Bist du sehr zufrieden? Ich bin absolut wunderbar zufrieden, ja. Passen bei dir Sachen in deine Wohnung, ja? Ob da Sachen reinpassen? Ja, das Problem habe ich nicht. Ich habe kein Geld und ich kann mir eh keine Sachen kaufen. Ach so, ah, das ist gar nicht schlecht. Das ist wirklich nicht übel. Kann okay, ich habe jetzt einen Esstisch. Das ist gar nicht übel. Okay, ich habe jetzt ein Bad, ich habe einen Esstisch, ich habe hier eine Sofaecke. Ich habe leider... Gibt es einen Fernseher? TV. Oh ja. Es gibt ein TV. Klasse, super. Dann kann ich mir noch einen Fernseher kaufen. Und dann ist mein Geld auch weg. Ich habe auch nicht genug Geld für einen Fernseher, kommt gerade rein. Also kaufe ich mir keinen. Fernseher sind eh auch blöd. Ich hasse Fernseher. Ach Gott, das wird stressig. Easy, ich sag's nur ungern, aber es läuft nicht so gut für mich. Es tut mir sehr leid, Ronja. Aber es ist aber wahr. Nein. Irgendwie die Wand spinnt. Die Wand denkt, alles ist wild an der Wand. Na gut. Was tust du denn da, sag mal? Also meine Wand denkt, da biegt sich alles um 90 Grad dran. Ich weiß nicht, wieso. Ah, ja, das Problem habe ich auch. Hoho. Computer ist ein Schnapp, der kostet nur 15 Euro. Und er sieht fast aus wie ein Fernseher. Ha, 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 ha. Können wir bitte so tun, als wäre das ein Fernseher, wenn du gleich in meine Wohnung kommst? Kannst du dann hier reinkommen und sagen, oh, ist das ein schöner Fernseher da in deiner Sofaecke? Ja, selbstverständlich bitte? Können wir das, Ronja, gar kein Thema. Dankeschön, dankeschön. Okay, dann habe ich jetzt hier ein Sofa. Dann brauche ich jetzt vielleicht noch eine Pflanze, weil jeder weiß, Prinzessinnen mögen Pflanzen. 72 Dollar bezahle ich für meinen blöden Bambus. Denn die Umwelt ist mir wichtig. So. Klasse. Wow. Easy, ich bin fertig. Nice! Denn mein Geld ist jetzt auch leer. So eine schöne Prinzessin-Wohnung hast du noch nie gesehen in deinem Leben. Okay, wollen wir mit dir oder mit mir anfangen?
Wir können mit deinem Haus anfangen, okay, oder? Okay, können wir machen. Dann teleportiere dich doch gerne zu mir und ich kann dich rumführen in meinem kleinen, aber bescheidenen Eigenheim. Dann herzlich willkommen in meinem Prinzessin zu Hause. Ein schönes Schloss zu hier. Dankeschön, wenn ich dich hier einmal reinbitten darf. Tür ist geschlossen. Tür, oh. Mhm. Tatsache. Ich gehöre nicht zu deiner Familie. Die Tür ist nun entriegelt. Jeder kann hereinkommen. Willkommen in meinem Prinzessinnenbau. Okay. Oh. Wie du vielleicht bemerkst, ist alles sehr pink. Ich fand die Tapete sau niedlich. Ich habe 50 oder sowas für die Tapete ausgegeben. Hey, das ist echt nice. Er riecht sich gut alles. Okay, und dann habe ich hier was meine ist das kleine hier in der Ecke? Sofa-Ecke. Das ist ein Buch und eine Kerze und es ist einfach Deko, damit es nicht so leer aussieht. Oh, ist sogar das hier ist ein Wandregal. Hier siehst du eine Lampe. Oh, wie schön. Du hast einen schönen Teppich. Ich habe einen schönen Teppich. Und oh, guck mal. Wie schön. Ein echter Fernseher. Wow. Warte, das ist ein Laptop. Oh, was für ein schöner Fernseher. Wolltest du wahrscheinlich sagen. Easy. Oh Mann, naja gut. Okay, ich mein, hast du hier einen Fressnapf für dich? Ich habe hier einen Fressnapf und einen Trinknapf. Und dann habe ich hier ein sehr pinkes Schlafzimmer, wenn du mich hier einmal hineinfolgen möchtest. Mit dem Bett für mein ungeborenes Kind, was ich nicht habe. Okay. Und für mich. Und für deine Pets. Und für meine Pets. Und dafür habe ich hier dann noch die Donutlampe, ja. Letzte Minute, hier Last Minute Entscheidung. Ah, nicht schlecht. Die steht auf einem Buch, da wusste ich nicht, wie ich das wegkriege. Und dann haben wir hier ein wunderschönes Badezimmer, weil da hat mein Geld auch nicht mehr gereicht. Aber mit der pinken Dusche, denke ich, haben wir auch den Look erreicht, den ich wollte. Denke auch. Ja, okay, sehr nice. Klasse. Aus. Ja. Schickes aus. Okay, die Lampe hier ist auch cool, ne? Dieser, was ist das? Nix. Herzlampe. Nix. Okay, wie sieht dein Haus aus? Alright, hier ist dein Haus. Sogar viel von außen. Schick. Moment, da muss ich nochmal einen kleinen Look verändern hier. Okay, denn das hier ist eine Unterkunft. Okay. Okay. Gangsterhaus! Okay. Jetzt ist eine Bösewicht-Basis. Yeah! Okay, Okay, alles klar, dann komm mal rein hier. Du siehst, das ist eine Geheimagenten-Bösewicht-Basis. Okay. Ich habe alles ein bisschen schwarz-weiß gehalten. Der Teppich da oben an der Decke lasse ich von dem nicht irritieren. Der hängt da einfach nur so rum. Warte, darf ich eine kurze Frage stellen? Na, okay. Also für die Zuschauer, Izzy hatte mich, bevor wir angefangen haben zu filmen, gefragt, wie man Gegenstände in sein Inventar macht. Und ich war nur so, ja, keine Ahnung, aber du kannst die einfach irgendwo verstecken. Und dann meinte sie so, gar kein Ding, ich habe ein tolles Versteck gefunden. Wie ist der Teppich? Hast du den Teppich versteckt? Voll in Ordnung. Ja, den habe ich versteckt. Das hast du voll schön versteckt. Okay. So, du hast jetzt die Fenster verriegelt, Ronja. Okay, ja, sau clever. Ketten, damit also niemand hier reinschauen kann und niemand einbrechen kann und so. Dann habe ich ganz viele Poster an den Wänden. Ja. Hier zum Beispiel ein Hacker-Poster. Ich habe leider gar kein Poster an den Wänden. Das finde ich auch gut. Darf ich fragen, was steht? Bitte schmeißen Sie Ihre Kinder ins Wasser. Nein, das ist durchgestrichen. Nein, das ist einfach nur Dekoration. Das ist gar nicht durchgestrichen. Okay. Dann hast du hier deinen Fernseher. Das ist der richtige Fernseher, Ronja. Ich weiß, hast du lange nicht gesehen. Und hier richtig cool, Stay Out. Das ist ein richtiger Fernseher. Du hast einen Whirlpool. Ja, das ist mein Badezimmer hier. Ich bin Gangster, Mann. Ich brauche einen Whirlpool. Ja, aber er braucht auch eine Dusche. Ach, du mein Jacuzzi hier. Dusche ist überbewertet, wenn du auch einfach dein ganzes Badezimmer... Okay. Ich werde jetzt eine unangenehme Frage stellen, aber mir ist aufgefallen, du hast auch keine Toilette. Ich habe keine Toilette, nö. Wieso? Nichts weiter. Ich brauche kein Klo, ich habe ja mein Jacuzzi. Okay, jetzt ich komm mal hier rüber. Raus. Ich mag hier nicht mehr drin sitzen. Bäh. Hier ist mein Schlafzimmer. So, Babybett ist irgendwie auch da hochgekommen, weil, keine Ahnung. Hat jemand versteckt. Ich mache die Kamera irgendwie so, dass man es nie sieht. Ich unauffällig. Okay, genau, okay. Schwarzes Bett und ich denke, das passt alles soweit. Okay, hä, voll gut. Ich, honestly, ich habe gedacht, deins wird richtig schlecht, weil du gemeint hast, du hast kein Geld und das, weißt du, wird voll die schlechte Einrichtung. Da war die Robux-Göttin vielleicht nochmal unterwegs und hat ein bisschen was gezaubert. Verstehe. Hä, deins ist so gut. Okay, wunderschön. Alrighty, das war auf jeden Fall ein Prinzessinhaus versus ein Bösewichthaus hier von der Izzy. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt gerne, welches Haus ihr besser fandet. Ich fand deinen so gut. Ich fand den Whirlpool besorgniserregend, wenn man länger darüber nachdenkt. Aber abgesehen davon auch Innovation. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen. Was soll denn das? Bitteschön. Warum? Okay, jetzt sieht man mich wieder. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.